Hi, wir sind Claire und ja, wir sind mega gespannt, was wir jetzt zu hören bekommen und wie wir es finden werden. Vielleicht ein paar Knaller dabei. Ready, set, go! Ich höre es zwar nicht so gut, es klingt wie Asgeil. Und ich weiß nicht. Das Witzige ist, ja. Ich feiere das, ich finde es ja, voll, ich feiere es voll ab. The surface of our love and hate. Why can't we relate? Das ist der neue Jack Johnson, ja. With ourselves, with what we open up, when it's too late. Der Messel hasst Jack Johnson. Aber eigentlich nur wegen Leuten an der Isar, die ungefragt eine Gitarre nehmen. Ja, und dann Sitting, Waiting, Wishing spielen. Aber ich muss sagen, ich finde den schon krass langweilig. Ich finde es mega nice. Ich feiere es aus irgendeinem Grund immer ab. Ich finde ihn nicht schlecht, ich finde ihn langweilig. Ich glaube, wir wohnen in der falschen Stadt und in der falschen Klimazone, um das richtig zu genießen zu können. Ja. Ich häng mit meinen Freunden. Neue Materials. Ja, Mann, der ist nice. Wir sind gottverwandte Aliens. Aliens. Witzigerweise, jetzt check ich ihn. Also, ich feier den mega ab. Wir sind gottverwandte Aliens. Ja, eben, er sagt gottverwandte, das ist ja genius. Das ist echt genius. Ich hatte am Anfang, hat es bei mir gedauert, bis ich den Beatsteak-Sänger, ich weiß leider gerade seinen Namen nicht, die Umstellung, dass er praktisch Deutsch singt auf einmal, war so... Ah, jetzt weiß ich, was mich da nervt dran. Stimmt. Der singt Deutsch. Ja, und es war am Anfang so, yo, aber jetzt... klingt er wie so ein komischer Peter Fox, so. Jetzt mach mal halblang, Alter. Nein, ich fand Beatsteak immer total krass geil, aber der hat da einfach immer Englisch gesungen. Ja, ich glaube, das ist das, was er mal am Anfang... Aber vielleicht, weil ich nie Beatsteak gehört habe, fand ich es voll okay. Ich finde ihn auch geil. Super. Ich finde den Song mega fett. Also hat gebraucht, aber jetzt... I was gonna die, yo. Gut. Klingt ein bisschen nach Feist. Weißt du, was das auch ein bisschen hat? Was von Boy. Ja. Mhm. Geil. Das ist ein guter Song. Fand ich ja das erste schon richtig geil. Der Coffee, oder? Coffee ist von dem. Kommt da noch ein Beat irgendwann, ein richtiger? Ich wollte auch gerade sagen, ich finde ihn weird produziert, weil da fehlt so eine... Aber das macht sie irgendwie aus, oder? Ich glaube, das ist ein Ohrwurm. Ich habe manchmal ein Problem damit, wenn keine Kick kommt. Mach mich richtig fertig. Tatsächlich ist das so ein U-Bahn-Song. Also so entspannt, so Leute beobachten. Also ich. Das wird immer creepy. Mal richtig entspannt, Leute glotzen. Also, ich am Samstag Nachmittag in der U-Bahn. Ich werde später mal so eine Omi, die einfach die ganze Zeit im Fenster sitzt und einfach Leute beobachtet. Und dann Musik hört. Ich glaube, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der eine romantische Sicht von U-Bahn fahren hat, vielleicht. Ach, ich hock mich gerne in die U-Bahn.